Ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am Nachmittag mit der Betrachtung der US-Indizes am heutigen Nachmittag. Und ja, wir sehen nach dieser starken Aufwärtsbewegung des gestrigen Handelstages, impulsiert durch die amerikanische Notenbank Fed, hier eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Schauen wir uns kurz mal den S&P 500 zu Beginn an, hier im Tagesschartintervall. Schön zu sehen, dass wir es nicht geschafft haben, über diese kurzfristige Abwärtstrendlinie seit dem jüngsten Rekordstand hinaus zu ziehen. Wir konsolidieren praktisch auf hohem Niveau und haben jetzt hier auch diese Marke um rund 2100 Punkten eben nicht überwinden können. Das ist zunächst erstmal keine Dramatologie. Letztlich kann man davon ausgehen, dass der Index unter Umständen noch ein Stück tiefer zurücksetzt, um letztlich morgen zum Wochenabschluss hier vielleicht den Ausbruch zu suchen. Tatsache ist, das Bild ist nach wie vor positiv, da der Index das Level hier von 2065 Punkten zurückerobert hat, das verteidigt hat, und insofern darf man jetzt hier durchaus sagen, hey, der Index hat hier durchaus gute Aussichten, weiter nach oben eins draufzulegen, eben auch vor dem Hintergrund, dass die Fed ja grundsätzlich den Markt hier einen gewissen Stimulus verpasst hat. So. S&P 500 auf Tagesbasis aufgrund eben der jüngsten Verlaufstiefs und der Bestätigung jetzt hier auch mit einer Trendlinie zu versehen, die sich hier auch interessanterweise wieder in Form eines Trendkanals, den ich jetzt hier mal grob anlege auf die Hochs hier vom Januar, Tiefpunkt hier von Anfang Februar, hoch wieder vom Februar und dann eben unlängst hier diese Rücksetzer vom März. Das lässt sich hier sehr gut einfangen in eben dieser Aufwärtstrendkanalstruktur, und innerhalb dessen hat der Index sehr gute Chancen, hier weiter nach oben anzuziehen und durchaus das noch ausstehende Level im Bereich 2150 Punkte anzuvisieren. Dazu sollte er natürlich nicht größer zurücksetzen. Wir setzen jetzt mal hier den Alternativfall ein Stück weit unter das Tief der gestrigen Kerze. Hier ist auch der EMA 100 zu finden auf diesem Niveau. Also Niveaus unter 2060 sollten eigentlich vermieden werden. Ja, also hier ist auch diese Aufwärtstrendlinie zu finden. 2055 roundabout, das wäre hier ein Level, wo man sagen könnte, okay, wenn der Index da runter geht, dann dürften die letzten Verlaufstiefs hier im Bereich 2040 Punkte rund anvisiert werden, Schrägstrich, dann könnte es dann auch hier durchaus noch ein Stück weit tiefer zurückgehen. Da sehe ich aber aktuell nicht. Sieht vielmehr so aus, als würden wir hier schön weiter nach oben laufen können. Aktuell, wie gesagt, Konsolidierung auf hohem Niveau. Es wirkt weiter bullisch, gar keine Frage. Zum Tagesschart passend zeige ich Ihnen auch noch kurz mal den saisonalen Verlauf. Der deutet hier zunächst Ende März nochmal auf den Impuls hin, Anfang April bis, beziehungsweise im Laufe des Märzes jetzt noch auf neue Verlaufshochs hin, dann zum Ende hin eher schwächer, Anfang April starke Rücksetzer bis Mitte April etwa, und dann dürfte hier die nächste Rallye-Bewegung starten. Kann man natürlich nicht eins zu eins wie eine Blaupause jetzt hier auf den Chartverlauf ziehen, aber unter Umständen wäre das hier durchaus etwas, was sich hier innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals gestalten kann mit Blick auf die kommenden Handelswochen, Schrägstrich Monate. S&P 500, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Schauen wir kurz im Stundenchart. Da sehen wir, dass wir gerade Richtung neue Tagestiefs uns aufmachen. Interessant hierbei, dass wir, Sie sehen hier diese roten Unterstützungsblöcke, Schrägstrich Widerstandsblöcke, rotes Widerstand, grünes Unterstützung. Da sind wir hier interessanterweise im Bereich 2105 gescheitert. Ein Level, das hier schon mehrfach damals als Unterstützung und hier unlängst als Widerstand sich auch herauskehrte. Hier das Level würde ich jetzt mal aufheben, da ist der Index relativ sauber durchgelaufen. Dieses Level scheint mir noch interessant, weil der Index sich da aktuell gerade aufhält. Könnte also hier durchaus ein Supportbereich werden. Diesen halten wir uns auch nochmal fest, knapp 2085. So machen wir das Ganze grün, weil eben Support. Hier sehen Sie eben diese Ableitung dieser Zonen. Also hier zwischen 2085, 2090 etwa haben wir hier eine Stauzone, die der Index eben jetzt hier durchaus aktuell antestet. Weitere Rücksetzer, Sie sehen es gerade, wir haben hier Richtung Tagestiefs uns aufgemacht, können nicht ausgeschlossen werden, aber spätestens hier sollte der Index eben dann so langsam wieder intraday in der Erholung fahren, dass ansonsten dann natürlich auch hier im Sinne, wir gehen nochmal kurz auf den Tageschart, hier durchaus nochmal Rücksetzer geben könnte, die ein Stück weit tiefer ausfallen. 2080 wäre dann hier auch das höchste der Gefühle. Moment, gehen wir mal rein. Haben wir hier auch diese leichte Unterstützung. Ich ziehe jetzt auch mal Fibonacci ein Stück weit hoch. So, das macht Sinn, dass wir hier die diversen Levels uns mal in den Fokus nehmen und jetzt hier auch dieses Niveau knapp über 2080, das passt auch mit dem Tageschart zusammen, hier jetzt noch definieren. Also das wäre das Ausdehnungslevel, bis wohin der Index fallen sollte, wenn er dann solche Rücksetzer tatsächlich vollzieht. Aber spätestens hier müsste er dann wieder andrehen, um eben
einen weiteren Aufwärtsimpuls zu starten. Alles unter 2080 würde ich dann hier eher kritisch sehen, kurzfristig kritisch dahingehen, dass wir dann sicherlich nochmal 10, 20 Punkte zurücksetzen dürften, was dem Index dann hier letztlich Verlust in Richtung 2065, ganz markanter Unterstützungsbereich, gerade auf Tagesbasis, bescheren dürfte. Das zur kurzfristigen Einschätzung. Wie gesagt, Konsolidierung kann weitergehen, aber technisch gesehen ist das hier sicherlich eine Sache, die sich nicht großartig ausdehnen sollte nach aktueller Einschätzung. Vielmehr hier dann unter Umständen die Chance schlechthin wieder long aufzuspringen auf den Markt. Gut, das wäre es zum S&P. Schauen wir uns jetzt mal den Nasdaq 100 an, der technisch hier noch wesentlich gesünder reinkommt, wesentlich gesünder daherkommt. Und wir sehen es auch hier jetzt marginale Minus, war vorhin schon komfortabel im Plus ein Stück weit. Schauen wir auch hier kurz auf den Tagesschart zu Beginn. Ausbruch mit dem gestrigen Move hier sehr schön geglückt. Das heißt, wir haben jetzt hier oberhalb dieses Ausbruchslevels, hier der Bereich kann man auch grob ziehen, 4.400 Punkte, ist jetzt hier auch eine Unterstützungsmarke, gerade mit den Verlaufsbewegungen der letzten Tage. Moment, noch ein Stück runterziehen. So, das gefällt ganz gut. So. Davon ausgehend stehen die Chancen gut, dass wir das letzte Verlaufshoch attackieren. Wie gesagt, deutlich unter 4.400 Punkte sollten wir nicht fallen. Gerade dann wäre eben hier auch nochmal ein Test dieser Aufwärtstrendlinie zu erwarten. Das sollte der Index eher vermeiden, um hier dann nicht in eine größere Konsolidierung doch wieder einzuschwenken. Sieht eher so aus, auch hier, wie gesagt, dass die Bullen, Moment, drehen wir mal hier auf, bestrebt sind, hier weitere Verlaufshochs zu markieren. Sieht wie gesagt sehr, sehr bullisch aus. Also die Indizes, gerade der Nasdaq, der Technologiebereich hier wirklich gut dabei. Gut, was haben wir hier am Stundenchart? Und da war auch interessant, hier genau dieser Horizontalbereich, 3.435 Punkte auf Stundenbasis. Da tut sich der Index aktuell gerade schwer. Halten Sie das Level im Auge. Wenn wir darüber rausziehen, dann sind wir relativ schnell bei 4.460 Punkten. Aktuell aber, wie gesagt, diese Zone hier ein Hinderungsniveau, ein Widerstandslevel, was beachtet werden sollte. Wir konsolidieren gerade darunter, aber wir konsolidieren auf hohem Niveau nach dem gestrig starken Impuls. Das heißt, wir müssen auch das 23er-6er Level, das wäre hier, da sind wir noch meilenweit von entfernt. Sie sehen also, hier ist definitiv Druck im Markt. Und wir haben kurzfristig Intraday beim Nasdaq 100 hier eine Horizontalunterstützung, die, wenn sie denn verteidigt werden kann, mit Blick auf die nächsten Handelsstunden, ist hier der Bereich 4020 Intraday sehr gut. Dann kann der Index, wenn er sich hier in dieser Range zwischen 4.435, 4.420 Punkten weiter aufhält, durchaus aufgrund dieses Verweilens auf hohem Niveau relativ zügig dann hier sich aufmachen, wenn er ein neues Tageshoch ausbildet, dann hier die alten Rekordstände anzuvisieren. Der Markt bleibt wirklich gesagt, oder wie gesagt, hier in einem sehr, sehr guten Bild. Technisch der Nasdaq 100 heiß auf neue Verlaufshochs. Hingegen hier, wenn wir 4.420 unterschreiten, kein Beinbruch, dürfte es dann Richtung 4.400 gehen und dann haben wir auch hier auf Tagesbasis, wie vorhin gesehen, eben auch schon den Support liegen. Gut, lieber Zuschauer, das wäre es gewesen für die Beschau der US-amerikanischen Märkte. Wie gesagt, sieht ganz gut aus im Grundton, im O-Ton, auch wenn wir aktuell noch Verluste sehen, deutet sich eher darauf an, dass das nur eine temporäre Erscheinung ist und die Indizes hier die jüngsten Ausbrüche eigentlich bestätigen müssten. In diesem Kontext wünsche ich Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelsabschluss. Hoffe, Sie hatten einen angenehmen sonnigen Tag nebenbei und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. In diesem Zusammenhang auf bald, Ihr Christian Kämmerer.